Bist du bereit? Ja. Das ist ein Hilfsausdruck. Boah, wie sieht das denn hier aus? Ich kann ja nichts sagen. Hey, Merlin, komm hier hin. Merlin. Was heißt hier I? Fleischerhaken. Ja und? Das ist doch kein Problem. Zack, zack, zweimal mit dem Hammer sind sie unten. Boah. Meine, das ist doch kein Akt. Normalerweise neige ich zur Untertreibung, aber du toppst mich jetzt. Mann, das ist doch nix. Bah. Das kriegen wir geregelt. Okay. Gut. Du, pass auf, ich gehe jetzt mal ein paar Handschuhe holen. Ja. Und eine Schippe. Eine Schippe. Bring mir die mit. Absolut eklig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hieraus irgendwann mal ein Hühnerstall werden soll. Aber er ist ja so optimistisch, er ist ja nur so ein bisschen. Und mal sehen, wer das hier hinterher sauber machen darf. Der bleibt mit Sicherheit wieder bei mir hängen. Wo bleibst du? Bin schon im Anflug. Ja, Zeit wird es. Bin schon da. Guck mal, habe ich dir was mitgebracht. Ach, wie nett. Da. Und ein paar Handschuhe habe ich auch für dich. Super. Und wie soll das jetzt gehen? Einer schippt, der andere guckt. Nein, zu, einer muss räumen. Einer muss hier die Sachen zusammenräumen, oder? Hast du dir eigentlich immer überlegt, wo wir mit dem ganzen Schrott hin sollen? Ja. Erstmal werfen wir das nach nebenan. Geht's nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kettensäge und sowas. Ich werde jetzt mal ins Bauhaus fahren. Säge holen und so Sachen, weil so kriegen wir das ja nicht geregelt. Entweder Säge oder Beil, irgendwas in der Richtung, weil der muss weg. Da bleibst du ja dran hängen, guck dir mal, was der für Stacheln hat. Ja, super. Boah, guck mal hier. So eine Nähnadel. Sind das Prügel, du. Nee, komm, ich fahr zum Bauhaus. Bis gleich, Schatz. Tschüss, Klaus. Typisch Klaus. Tschüss, Klaus. Es ist Arbeit, es ist Rasenmähen. Tschüss, Klaus. So, wenn er damit glücklich ist. Ich lasse mich von meinem Plan nicht abbringen. Auf in die Arbeit. So. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe eine Axt. Hey, super. Ich habe gedacht, mache ich den noch weg, bevor ich zum Bauhaus fahre. Müssen wir das Ding noch mal wegstellen. Ja, kein Problem. Mal ein bisschen frei machen hier. Pass bloß auf. Warum? Dass sie dir nicht in die Füße hat. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich auch nicht alles verstehen, was du erzählst. Ne? Stunden später. Baumfeld. Baumfeld. Schon unten. So. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen Platz könnte helfen. Geh ein bisschen beiseite. Wo soll ich denn? Warte, ich helfe dir. Lass los. Da sind Stacheln dran. Den tue ich erstmal hier hin. Den mache ich nachher klein. Nur, dass hier ein bisschen Platz ist. Ja, und das kann ich ja ausgraben, ne? Ja, das kannst du ausgraben. Ja. So, jetzt hast du aber Platz hier. Ich bin im Bauhaus, falls du mich suchst. Ich habe jetzt einfach mal die Idee gehabt, zum Bauhaus zu fahren, weil wir wissen ja überhaupt gar nicht, wo wir hier sind. Also bei uns im Dorf, sage ich jetzt mal, da ist ja gar nichts. Und jetzt fahre ich mal Richtung Bauhaus oder sowas. Vielleicht erfährt man ja auch irgendwo was wegen Tiere, weil wir wollen ja ein paar Tiere auch haben. Halt eben so in der Richtung. Mal einfach gucken, ob ich Lila nicht vielleicht einen kleinen Gefallen tun kann oder eine kleine Freude machen kann. Ah. Was bist
dich einfach und ich bin hier alleine. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle Idee war. Langsam fange ich an, alles zu bereuen, dass wir das überhaupt gemacht haben. Hey, lieber unser langweiliges Leben in Düsseldorf behalten. Der Siff bleibt bei mir hängen. Und tschüss. Ich dachte, wir gehören zusammen. Aber anscheinend ist das ja einer gegen den Rest der Welt und nicht zusammen. Wenn ich jetzt dafür einen Käufer finden würde, wäre das Ding weg, dann würde ich wieder zurückgehen. Für den Dreckstall, wir sind keinen Käufer finden. Ich fühle mich betrogen, übers Ohr gehauen. Das sah im Internet alles so toll aus. Geschenkt ist noch zu teuer, Part 2. So hold me tight. Das war kein Baumarkt. Aber Viehzeug haben wir schon mal. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und zwar geht es darum, ich habe gerade gesehen, Sie haben Alpakas. Ja. Verkaufen Sie die auch? Wir verkaufen auch Alpakas, ja. Weil meine Frau wünscht sich sowas. Haben Sie Ihre Frau mitgebracht? Nee, die ist zu Hause. Das ist eine Überraschung. Ach, die wissen noch nichts. Nein, das soll sie noch nicht wissen. Aha. Sie haben auch Hühner, habe ich gerade gehört. Wir haben auch Hühner, ja. Verkaufen Sie da auch welche? Da können wir drüber reden. Wir sind jetzt gerade erst hier hingezogen. Mhm. Wir haben einen Bauernhof gekauft. Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Aber naja, da sind Sie ja schon. Dann ja. Mal gucken. Gehen Sie vor, ich mache die Tür zu. Brauchen keine Sorge zu haben. Nur ich habe keine Ahnung. Die tun niemandem was. Ich habe keine Ahnung. Der ist ja mal scharf. Oh, der guckt aus der Wäsche wie Lisa. Komm mal her, Schatz. Das ist eine Zuchtstute, das ist eine Chilenin. Ja, man merkt, sie ist arrogant und eingebildet, ne? Ja, das sind alle Kamele. Also das Knäckebrot ist für die Tiere genau wie für ja, die super. Schokolade. Aber da sind die so schnell mit. So schnell esse ich meine Schokolade. Muss man die Finger schnell wegtun. Dann haben Sie aber Glück, dass Ihre Frau nicht hier ist. Sie hätte bestimmt was anderes gesagt. Nee, die weiß das. Ich esse nur ein Stück. Man wird ja fett davon. Und so. Schokolade kann ich mir nicht so viel reintun. Soll also eine Überraschung sein für die Frau. Und was sollen Sie noch machen? Ja, meine Frau will damit ein bisschen züchten halt eben vielleicht oder mit der Wolle hauptsächlich. Mhm. Ich möchte gerne die Wolle davon nehmen, möchte die weben, möchte da Pullover von machen und so. Soll ja sehr interessant sein und soll auch sehr wärmend sein. Ich muss das jetzt vorsichtig einbringen, weil wenn ich jetzt direkt mit Alpakas ankomme, werde ich wahrscheinlich über den Haufen geschossen. Zum Verkauf werden die drei dort hinten. Ja, was kosten die denn? Drei Jungs. Also der Richtwert für das Stück sind 1500 Euro, weil es halt Suris sind. Und wenn ich alle drei nehme? Und dann können wir uns noch mal über den Preis unterhalten. Wollte ich gerade sagen, da könnten wir doch vielleicht was machen. Da können wir was machen. Ja. Und mit Hühnern, wie sieht es da aus? Ja, und Hühnchen, das werden dann, ja, die haben sich jetzt gerade versteckt. Für zum Beispiel diese Gruppe. Ja, also so drei Hühner wären nicht schlecht. Naja, ein Hahn möchte schon mit bei sein, ansonsten gibt es keine Küken. Und vor allen Dingen, man will ja auch einen Wecker haben, ne? Ja, genau. Könnten Sie mir die bringen? Kann ich Ihnen morgen bringen, ja. Ganz kurz, was über den Daumen würden die Hühner kosten? Also die Rassehühner kosten die Hennen im Allgemeinen so um die 30 Euro. Mhm. Hahn muss man halt sehen, gibt man dazu oder nicht. Ja gut, aber also jetzt so für mich normal, Standard, ideal Standard, sage ich jetzt mal erstmal. Ja, wir sehen uns morgen früh. Ich danke Ihnen. Sehen wir uns morgen. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Klar bin ich stinksauer, dass der weggeblieben ist. Wollte ja mal kurz im Bauhaus fahren. Drei Stunden später ist er immer noch nicht da. Aber das bin ich von Klaus eigentlich gewöhnt. Wenn Arbeit kommt, tschüss, weg ist er. Wow, was hast du denn hier veranstaltet? Wie viel Mann hast du gehabt zum Helfen? Keiner, du warst ja nicht da. Naja, das war ja auch nur ein bisschen, ne? Kannst du mir mal sagen, wo du die letzten drei Stunden warst? Mama, wenn ich dir sage, hier ist im Umfeld gar nichts. Hier findest du nichts. Hier ist rechts runter nichts, links runter nichts. Aber ich hab die Hühner. Ja, das ist schön, da freue ich mich drüber. Ich freue mich riesig auf die Hühner. Erst das Bauen, dann die Hühner und zum Schluss die Eier. Das ist es. Alles scheiße hier. Die Platten funktionieren nicht richtig, bis hier was kocht. Stunden später.
Hier sollte eine Küche drin sein. Kriegt man ins Kotzen hier. Dann schmeckt einem das Essen hinterher auch nicht mehr. Also mich am Lagerfeuer besser dran. Den Topf habe ich jetzt fast eine Stunde hier drauf stehen. Der kocht immer noch nicht. Und Hollandaise soll ich auch noch machen. Wie denn? Soll ich mich jetzt da draufsetzen und den warm brüten? Laufend schalten sich diese dämlichen Scheißplatten aus. Da, jetzt schon wieder. So, fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die aussehen, die da so drauf sitzen. Das sieht bestimmt gut aus. Kamera hinstellen und fotografieren, wenn die Hühner da drauf sitzen, oben der Hahn. Mal sehen, was Lisa sagt. Komfort ist hier gleich null. Und was ist? Der liebe Klaus ist nicht da, lässt mich wieder mit der ganzen Scheiße alleine. Wenn es hart auf hart kommt, ist Klaus wieder weg. So, Hühnerstall ist fertig. Schön. Und was ist mit meinem Essen? Wer arbeitet, muss auch essen. Pass mal auf, es war die Rede davon, dass eine Küche hier drin ist. Ja, dieser scheiß Zwei-Platten-Herd schaltet sich permanent aus. Seh mal zu, dass ein Herd hier hinkommt. Die Scheiße hier, die funktioniert einfach nicht richtig. Und du kommst hier rein, ist mein Essen fertig? Nee, ich hab ja auch gearbeitet. Ja, super, aber meinst du, was ich hier gemacht hab? Gestrickt oder was? Naja, nach Arbeit sieht das ja nicht wirklich aus. Weißt du was? Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Mach den Scheiß alleine. Komm, Merlin, wir gehen. Komm. Ja, nee, ist klar. Im ersten Moment, also wirklich, war ich total von den Socken. Weil es halt einfach so, was ich meine, was nützt es da, wenn ich jetzt da hinterherlaufe und rumbrüll und... Ach, nee, mach mal nicht. Jeder kommt ohne Wasser zu sich und Lisa sowieso. Und dann kommt Klaus nach dem Hühnerstall. Juhu, ich hab den Hühnerstall fertig, wo bleibt mein Essen? Das war für mich zu viel. Sollte ich mich jetzt da auf die Platten setzen und dies ausbrüten und warm machen, da bin ich einfach nur detoniert. Ich dachte, da darf alles nicht wahr sein. Der bewegt seinen Arsch nicht. Denn ich liebe